Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Heute würde ich gerne den Hadrianswall hin und her laufen und Fackeln entzünden. Das wäre toll. Das würde ich mir echt wünschen. Die nächsten 70 Folgen, naja, ihr wisst, ja. Also sorry nochmal wegen letzter Folge, aber ich musste es einfach tun. Ich konnte einfach nicht anders. Mich fuckt das ab, dass wir immer noch den Schlüssel nicht haben. Der ist bestimmt einer von diesen hier, aber ich brauche diese Folge. Ich muss diese Folge mal wieder irgendwas machen. Wir haben Klöster überfallen. Ich werde irgendwann nochmal diese kleinen Punkte hier überall aufsammeln und so. Das mache ich irgendwann auch nochmal, aber ich brauche jetzt erstmal wieder irgendwas. Ne, wenn man die ganze Zeit nur Suppe isst, dann muss man irgendwann auch wieder seine Zähne in ein Stück Fleisch verbeißen. Oder halt Vegetarier in ein Stück gedünsteten Tofu. Oder gedämpft. Oder paniert geht, ne? Paniert, ja. Ja, paniert müsste, ich glaube, oder? Nee, doch, vielleicht. Ich weiß nicht. Gebraten. Ich bin so unbeholfen. Bitte seht's mir nach. Ich sollte mit Heitam sprechen. Mit Heitam? Ach so, ja, Heitam ist wolkig. Oh, endlich können wir wieder. Aber erstmal, ich gucke erstmal Folgendes. Inventar. Unser kleines Wäffelchen hier. Wie viel Eisen haben wir denn wieder? 575 sind nicht so viel. Aber wir haben die Waffe voll ausgedingenst. Ich glaube, mehr als mythisch geht auch nicht, ne? Die Rüstung könnte man theoretisch noch machen. Kostet 110. Da geht noch... Hier geht noch eine, okay. Hier gehen noch drei. Hier gehen noch eine Menge... Oh, Junge, Junge, Junge. Kostet nur 60 Eisen. Ja, das war, weißt du was. Die gönnen wir uns. Hier kostet wie viel? 90. 70. 60. Warte. 70. Ich bringe die mal auf die gleichen Werte, ne? So, und die Schuhe. Okay. Alles auf dem gleichen Wert. Und dann mache ich die hier nochmal voll, ne? 110. Ich glaube, das ist gut. Die Draugenrüstung. Mag ich ja auch sehr gerne. Köcher vielleicht nochmal... Ja, nein, knapp dran vorbei. Köcher nochmal erhöhen. Ich meine, Köcher ist groß genug im Grunde genommen. Können wir später nochmal machen. Fertigkeiten würde ich heute auch nochmal gerne machen. Aber erstmal... Gehen wir mal zu unserem... Achso, ne, erstmal gehe ich mal ganz zu Ziel. Ja, easy. Was ist mit ihm? Wo ist der hin? Wir werden es bestimmt erfahren. Zeig mir, was du anzubieten hast. Bestimmt hat er noch irgendeine schwierige Rolle. So, Qualität verbessern. 3, sehr gut. Elanbogen, mythisch. Ja, du geile Sau. Verbessert. Letzte Form erreicht. Die haben wir alle aufgelevelt. Hier könnte man nochmal den Bogen. Was bei den Klamotten? Was ist hier mit der Grabaxt? Kritische Treffer entzünden deine Waffe. Oh, die würde ich halt auch nochmal gerne hochdrehen, ne? Das war die geile Zweihänder-Axt. Diese hier, 333. Ja, da können wir auch noch alles. Was ist mit Rüstungen? Rüstungen würde ich gerne erst gucken, was mir optisch gefällt, bevor ich das mache. Die Tarnsachen würde ich auf jeden Fall gerne hochdrehen. Valkyrienhose. Was waren Valkyrie eigentlich? War Bär. Fertig? Erstmal ja. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Leb wohl, Eivor. Okay, was ich mal ganz kurz eben auch mache, ist vielleicht die Valkyrenrüstung, aber vielleicht die verborgenen Sachen, Brigantinenmantel oder Berserker. Galoge. Das Tarnset würde ich gerne machen. Okay, sieht auch gut aus in der Mischung, ne? Und hier, ich weiß, wir haben das andere jetzt natürlich aufgebrezelt, das weiß ich ja selber. Ach, guck mal. Das sieht auch schön aus. Berserker-Rüstung. Oh ja, die ist schon... Oh, die ist aber eigentlich auch ganz cool. Vielleicht können wir die irgendwann nochmal hochdrehen. Für ihre Default-Rüstung. Die anderen Sachen sehen natürlich auch ganz nice aus. So, Gewand der Verborgenen. Oh. Überlegen Torso. Attentatsschaden. Beim Satz Attentatsschaden wird erhöht, wenn du 10 Sekunden lang geduckt bist und unentdeckt bleibt. Zusätzliche Verbesserung für Kopfschussschaden. Oh, nice. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Hier nochmal Maske rein. Magistermaske. Hier ist die verborgen, ne?
Die verborgene Maske. Ja gut, so richtig verborgen ist man damit nicht. Die Tarnensachen würde ich auch nochmal gern sehen. Rabenclan, Berserker. Handschuhe der Verborgenen. Schöne Lederhandschuhe. Freizeitstiefel der Verborgenen. Zeig mal her. Hose der Verborgenen ist hier. So. Ja gut, das Einzige, was fehlt, ist hier oben der Mantel der Verborgenen. Ne? Der fehlt. Haben wir auch. Okay, Kapuze der Verborgenen. 5 von 5. Das komplette Set haben wir. Okay, nice. Können wir theoretisch auch mal ein bisschen mit rumlaufen. Müssen wir nur aufpassen. Ich würde die halt nicht... Ich würde die nicht unbedingt leveln. Weil das kostet zu viel Eisen, ne? Und also sieht nice aus, aber wir werden nicht ewig mit da rumlaufen. Ich bin nicht nur der Sneaker. Warum hatten die Hose der Verborgenen? Warum ist denn die hochgelevelt? Ist mal wieder was Neues. Das Grün... Es passt zum Spiel, ist nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe. Hey du, Evo! Also hier schön auch mit dem Grün so, ne? Aber was denn los, Kinder? Kinder, was los? Ich glaube, die wollen mich angreifen. Schnell! So, wir wollten... Ich glaube, da oben hin. Ah, sieht schon... Die Klamotten sehen halt auch sehr edel aus, ne? Also auch diese Klamotten, das sind nicht unbedingt meine Lieblingsklamotten, aber so vom Aussehen sehr, sehr edel. Halt schon zu edel für so ein... Für so eine Wikinger-Geschichte eigentlich. Wir sehen aus wie so ein adliger Assassine. So, da sollen wir nochmal hin. Jofovic ist nun vom Einfluss des Ordens befreit. Ach krass. Überwältigende Arbeit, wie immer. Danke für alles, was du getan hast. Ihre Stimme ist jetzt auch gedämpft dahinter. Cool. Okay, Ordenssiegel, hier. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Ah, gut. Ich hoffe, du hattest nicht so viel Ärger deswegen. Doch. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Ah. Es gibt noch mehr zu tun, Eivor. Ich war... 11? Ja, na gut, ein bisschen was haben wir noch zu tun. Codex-Seiten haben wir... Ah, haben wir nicht, schade, okay. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Okay, das mit der gedämpften Stimme ist ein cooler Effekt. Wirklich cooler Effekt. Stört mich aber ein bisschen. Also, jetzt noch nicht, aber wird mich auf Dauer stören. Weiß ich jetzt schon. So ein guter Junge. Da war irgendwo ein Hund, ne? Okay, warte mal. Ich mach dieses... Das Gold passt auch nicht ganz zu uns. Sieht nice aus, aber das passt halt aber nicht zu uns. Als Verzierung, was haben wir denn hier? Licht von Asgard. Nur mal austesten. So. Oh, das ist nice. Ein Drauger Runenstein, Odin-Statue aus Holz, keltischer Grabstein. Hier, die erblühende Statue, das ist so nice. Ja, okay. Zumindest auf dem Bild. Ne, die sieht nice aus, aber... Zeig mal her. Der Brunnen macht sich gut, aber nicht unbedingt als Hauptattraktion hier. Weißt du, was ich meine? Das ist so, okay... römische Sachen sehe ich bei uns auch nicht unbedingt. Ich hätte hier gerne... Ah ne, Baum geht ja hier nicht. Wir haben noch einen anderen Brunnen. Obwohl die Valkyrie Esche würde ja gehen. Habe ich denn sonst? Doch, ich habe doch andere gekauft. Okay, warte. Oh, guck mal. Auch irgendwie nicht so richtig, ne? Ich meine, es ist im Grunde genommen Wurst, was wir hier machen. Vielleicht mache ich einfach erstmal ihn hier. Licht von Asgard. Das sieht halt sehr special aus hier. Dann kommst du in das Dorf. Es sieht natürlich auch zu edel aus, aber es passt zumindest noch. Besser als so eine goldene römische Statue. Okay, so einen Brunnen hätte ich auch gerne. Ich weiß aber nicht wo. Hier ist auch wieder sowas. Naja, gut. Okay, pass auf. Ich geh erstmal abklatschen da drin. Dann bauen wir das Dorf aus. So. Hallo, werte Holde. Guten Tag. Hi. Ich habe in Jofovic den Orden der Ältesten mit Jofvinas und Hjörs Hilfe ausgelöscht. Und sollten wir sie je brauchen, werden sie da sein. Du erfüllst diese Aufgabe gut, Eivor. Wirst du bald zu den Verborgenen gehören? Ich bezweifle es.
Prügeleien in Seitengassen bringen wenig Ruhm. Entschuldigung, ich musste lachen. Ach, neue Karte, guck mal. Da ist direkt die neue Karte erschienen. Und wir müssen, glaube ich, direkt nochmal hoch in den Norden, sehe ich das richtig? Ich meine, warum nicht? Wir haben da alles abgegrast, wir müssen noch nicht viel machen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Bündnis, lalalalalala. 190, was kriegen wir dafür? Belohnungen? Oh, Dorf-Upgrade, nice, das machen wir auf jeden Fall. Und hier kriegen wir, oh, auch wichtig, Belohnungen. Das ist alles abgeschlossen. 220. Oh, damit können wir das Dorf auch noch upgraden. Okay, eins. Das sind jetzt wirklich die letzten drei, ne? Hier haben wir sonst, also das haben wir. Das haben wir, das sind die letzten drei jetzt. Nee, hier. Alter, wir müssen halt noch fünf, ne? Wir müssen fünf und in Nordwege haben wir auch noch ein bisschen was. Aber langsam, Freunde, langsam, langsam, langsam. Okay, ich würde erstmal hier... Was erwartet mich in Jofurvik, Shir? Halfdan Ragnarsson, Eroberer des Nordens, schickt Grüße. Er wünscht, sich mit Eivor Wolfsmal persönlich zu treffen. Jarl Halfdan, ich habe seinen Namen so oft gehört. Es scheint mir, wir kennen uns bereits. Mhm. Er ist in einen Krieg mit den Pikten der nördlichen Hügel verwickelt. Ich vermute, er will deinen Rat oder deine Axt. Wenn du ihn treffen willst, so bittet er dich, in sein Kriegslager zu kommen. Es befindet sich hier. Natürlich. So. Ich breche gleich auf. Gib Acht, Eivor. Jofurvik Shir befindet sich im Krieg mit den Pikten, einem stolzen Clan, der jenseits des römischen Walls lebt. Ich weiß genau, wo wir einfallen werden müssen. Ich weiß es genau. Ihr wisst es auch. So, Kollege Schnürschuh ist wieder nicht zu Hause. Ist ja wieder darüber nachdenken, was für ein toller Gott er ist. Ja. Oh, oh. Ich habe Angst. Kollege Schnürschuh ist zu Hause. Ich glaube, das hat er gehört. So. Ist die Maske weg? Ja, okay, dann hört man uns wieder besser. Opa Ragnarsson ist hier. Er behauptet, er habe etwas mit dir zu besprechen. Wie steht er denn da? Ernten, was gesät wurde. Sprich mit Uber. Uber Ragnarsson, du bist weit entfernt von deinem König. Eivor. Ja, es war ein weiter Weg über die Hügel und Felder Mercias. Und das alles, um dir zu danken. Mir danken? Du hast meinem Bruder seinen gerechten Lohn gegeben. Trotz der Schwierigkeiten, die er dir und den Deinen bereitet hat. Ich konnte ihn nicht kontrollieren. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass der Allvater einen Nutzen für ihn finden wird. Dein Bruder wurde von einer Dunkelheit verfolgt, die er vermutlich selbst nicht verstand. Jetzt ist er da, wo er hingehört. Für wahr. Deshalb möchte ich dir ein Geschenk überreichen. Ein Zeichen meines Respekts. Danke. Setze es gut ein, Wolfsmal. Mögen wir uns bald wiedersehen. Auf dem Schlachtfeld, wenn uns das Schicksal gewogen ist. Silberring. Okay. Haben wir seinen Bruder nicht die Axt verweigert? Ich dachte eigentlich, er hasst uns jetzt. Okay. Ach, so bist du gar nicht. Ja, okay. Ciao. Ja, okay. Ich würde gerne mal mit Sigurd reden wieder, aber das geht zwischendurch einfach gar nicht. Auf den Thron habe ich mich noch nie freiwillig gesetzt. Werde ich auch jetzt nicht mit anfangen. So, haben wir ein Briefchen? Neuen Brief lesen. Ja, Heitemsbrief. Na, hallo. So. Brief von Heitem. Eivor, ich habe einen weiteren Brief dieses armen Mitstreiters Christi erhalten. Es könnte sein, dass er neue Ziele enttarnt hat. Suche mich in meinem Heim auf, wenn du die Zeit findest. Heitem, aber... Ich sollte mit Heitem die nächsten Ziele besprechen. Okay. Das mache ich gerne. Ragnartops Rang.
Hier kann man nur schlafen gehen, das... Da haben wir nie Zeit für. Sollten wir vielleicht mal irgendwann machen. Einfach mal schlafen gehen. Wäre auch mal was Neues. Okay, ich gehe mal kurz zu Heitam. Heitam bis wolkig. So, wir waren doch gerade erst da. Hey, Heitam. Ah, hier ist etwas für dich. Vor einigen Tagen kam ein merkwürdiger Brief an, unterzeichnet von einem... armen Mitstreiter Christi vielleicht? Richtig. Ein Bekannter von dir? Ich würde ihn nicht erkennen. Aber dieser Mitstreiter kennt viele Geheimnisse des Ordens. Seinetwegen fand ich sie so leicht in den Städten. In dem Brief steht, du musst nach Winchester reisen, zu Gottes Haus gehen und einen Mann in Weiß aufsuchen. Dann zitiere dies. Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Oh, schöner Spruch. Nun denn, ich werde mit Randvi sprechen. Mir ein Bild von all dem machen. Brauchst du irgendetwas? Nö, alles gut, danke. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Das mache ich doch glatt. So. Sprich mit Randvi. Ja, da waren wir schon lange nicht mehr. Es geht nichts über ein ordentliches Hin- und Herlaufen. Und dann wollen wir die Gebäude noch upgraden. Dann würde ich gerne noch ein Volksfest veranstalten. Und. Randvi. Aber ich wollte auch das Vorgehen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Was mit dem Vorgehen jetzt? Jorfovica. Ja, alles toll. Oh, da unten ist Teppich. Gefällt mir sehr gut. Finnland, abgeschlossen. Das war auch schön. Ich meine, wir haben uns schon angelobt, ne? Beraten. Okay, warte. Ich habe es mir anders überlegt. Okay. Ich sollte gehen. Sprich mit Randvi über Winchester. Okay, dann machen wir das nochmal. Warte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Entschuldigung. War unsicher, ob wir das jetzt hier einfach anwählen sollen. Ich will das mal an. Heitam erhielt eine Nachricht aus Winchester. Von jemandem, der sich armer Mitstreiter Christi nennt. Dein verborgener Verbündeter. Spannend. Mehr Ziele, vermute ich. Ja. Was meinst du? Könnte das eine Falle sein? Als Festung der Westsachsen wird Winchester ein wenig freundlicher Ort für dich sein. Aber damit weißt du schon umzugehen. Wenn du gehst, halt dich zurück. Das machen wir aber später. Wir haben uns erstmal im Norden angelobt. Das können wir immer noch machen. Oder können wir uns allen angeloben? Ich will erstmal das... Ach, guck mal da. Ich mache erstmal das eine, dann machen wir das andere. Komm. So. Ich habe es mir anders überlegt. Ja, wir geloben uns erstmal im Norden an und dann suchen wir das nächste. Ich sollte gehen. Wenn wir alles auf einmal auswählen, ist irgendwie so doof. So, sag mal kurz. Der ist schon wieder weg. Der ist wirklich ein Gott. Mysteriös. Okay. Gut, dann lass uns mal ganz kurz gucken. Zeig mir, was vor uns liegt. Das sind die drei, die wir noch upgraden können, ne? 1085 davon. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir da haben. Wird aber reichen. Also für eins auf jeden Fall. Nee. So. Ach guck mal, können wir was hinstellen. Ich würde hier einen Brunnen hinstellen, oder? Verzierung, hier macht es ja Jägerbrunnen noch ganz gut. So. Oh. Entschuldigung. Hä, wo ist er? Ach, da ist der. Ja, der macht sich wirklich so, der macht sich wirklich ganz gut. Den sieht man kaum. Der bettet sich direkt in Landschaft ein, finde ich gut. Nee, das... Wo ist denn das Bauernhaus? Du bist nicht das Bauernhaus. Das hier sind die Ställe. Oder? Nee, Getreidehof sind nicht die Ställe. Okay, plus drei Rüstungen. Kostet 90 Kisten, wir haben nur 130.
Junge, Junge, okay, das wird alles sehr teuer. Okay, können wir uns nur einmal leisten. Aber Getreidehof, wichtig. Refnator. So, sehr schön. Und die anderen Sachen upgraden geht aber nicht, ne? Ach so, ach, hier haben wir das Pferd hingestellt. Okay. Hier ist der Viehhof. Haben wir den schon? Den haben wir schon komplett, wie es aussieht. Nein. Gut, gut, warte eine Sekunde. Breite den Hügel aus. Ja, ja, breite mal. So, ich guck nur mal, aber es wird nicht gehen. Huch, was ist denn hier los? Hä? Swanhild, du hast es geschafft. Ach. Allerdings. Ich sollte Hunwald einen Brief schicken und es ihm mitteilen. Du weißt, wie er sich um mich sorgt. Er vermisst dich, so viel ist sicher. Aber als Aldermann darf er sich nicht von seiner Trauer vereinnahmen lassen. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich liebe diesen Kerl, aber ich fürchte, die Bürde lastet zu schwer auf ihm. Er wird es durchstehen. Er hat das Herz eines Anführers. Jetzt komm erst mal an und erkunde dein neues Zuhause. Ich hab ganz vergessen, dass die hier ist, ehrlich gesagt. Und sollte sie nicht ihrem Mann beiseite stehen? So, das kostet nur 30. Haus von Hunwald und Swanhild. Ja, na klar, Festmahlstärkung und Attentatsschaden. Let's go. Dann machen wir das. Cool. Das Haus ist da. Sehr schön. Wir können es nicht mehr upgraden. Es ist bereits kompletto. Schön ist es auch. Naja, ja. Ja. Gut, es ist, ja, es ist schön. Es ist schon schön. Es ist sicherlich keine VIP-Unterkunft, aber das V von VIP schafft es schon. Very. Es ist eine Very-Unterkunft. This is a Very-Unterkunft. Okay, wieso gehe ich mal hier rein? Ich will eigentlich immer zum Vogel. Sieh mal nach, Sühnen. So. Nee. Das hier wollte ich wieder demarkieren. So. Dann haben wir das da. Das ist die Hauptquest. Da sind wahrscheinlich Tiere. Ah, ne, Eisen. Ach, das ist bei der Mine, da, bei dem Dingens, beim Wasserfall. Okay, naja, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Jetzt ist die Frage, Quests. Krieg im Norden. Das würde ich gerne machen. Da unten ist Winchester, okay. Okay, 190, ja. Wir machen erstmal das im Norden. So. Upgrades sind da. Klamotten haben wir ausgetauscht. Das Boot kleide ich mal irgendwann anders ein. Ich würde sagen, wir reisen wieder zurück in den Norden. Das hier ist die andere Quest. Unsere Reise. Okay. Ich reise hier hin. Ich guck mir jetzt nicht die Dinge an. Ich müsste eigentlich, aber ich guck mir nicht die Dinge an. Frisieren und tätowieren. Also den Grundlook lasse ich bei ihr auf jeden Fall. Den finde ich gut. Mit dem Zöpfchen und so und auch das Tattoo auf den Augen und sowas. Finde ich den besten Look, den man für sie haben kann. Ich könnte auch mal wieder auf ihn wechseln, aber ich bin ehrlich, da habe ich irgendwie keine Lust. Ich finde sie schon ganz cool so. So, wo müssen wir hin? Da drüben. Naja. Hey Leute! Entschuldigung. Darf ich mal? Muss hier mal. So. Anlives Ausblick. Na dann. Na dann, nichts wie ran. 1000 Meter. Von allen Punkten, wo wir uns hätte treffen müssen oder treffen können, ist das der denkbar schlechteste. Aber ich habe das Gefühl, hier oben liegt sowieso alles sehr viel weiter auseinander. Gewollt. So. Ja.
Na sicherlich fährt. Na klar fährt. Hat die Bergsteigerausrüstung gleich dabei. Also ich beschwere mich nicht, aber... Naja. Manchmal kommen die Pferde keine Bordsteinkante runter und manchmal springen die am Berg hinab. Okay. Wahrscheinlich je nach Tagesmotivation. Oh, das tut so weh. Es tut so weh. Ich würde so gerne dahin. Aber ich mach's mal nicht. Wie gesagt, ich wollte mal wieder ein bisschen Konsistenz haben. Ich müsste eigentlich auch noch 28 Fertigkeitspunkte verteilen. Machen wir bestimmt noch. Aber A, es ist gerade nicht nötig. Und B, das nimmt immer so kostbare Zeit in Anspruch. So. Okay, komm, den einen Pinöpel mache ich. Der liegt auf dem Weg. Das ist, bei dem ist es Wurst. Dann haben wir den. Ein Pinöpel geht da noch. Oder? Okay, warte. Oh, der hat den Magen-Darm. Der hat ganz schlimme Beschwerden. Ach, der kommt hierher. Okay, so richtig geschockt wirken die jetzt nicht. Die gehen auch gleich wieder zurück. Die stellen fast... Oh, der hatte nur Magen-Darm. Und dann gehen wir wieder zurück. Oh, warte. Als ob der nicht getroffen hat. Hab mir jetzt dieses als ob angewöhnt, ne? Super nervig. Und da war es schon zu spät. Oh, Entschuldigung, da war er. Da war direkt einer. Was? Alufolie? Ciao. Der alte Gemüse-Jesus hier. Okay, und damit haben wir's. Dankeschön, tschüss. Reichtum erworben. Aber was denn? Ach, Tungsten. Halt. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist sehr lieb von Ihnen. So nette Menschen. Ich schlitzte sie auf. So. Bereitwillig gaben sie mir alles, als sie starben. Okay, 300 Meter. Dann, wo war denn da? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo war denn das mit Slitzen, Slitzen? Ich will Slitzen. Alles aufslitzen. Ich komme nicht mehr drauf. So. Kommen wir hier außen rum? Jo, sehr gut. Dann bleibe ich mal auf dem Galoppel-Express. Oh, müssen wir auch wieder slitzen? Zeichen einer Schlacht. Ach so. An Lives Ausblick, da ist er ja schon. Auf beiden Seiten unerbittlich gekämpft. Wir gegen sie, oder was? Oh, hey. Nee. Ich finde es lieb, dass die Wölfe warten, bis sie tot sind. Hier knurren sie die Suppe an. Knurrten. Sie knurrten.
Okay. Auf beiden Seiten unerbittlich gekämpft. Ich hangel mich mal kurz rüber. Ich hangel. Was ist denn passiert? Wer kann das nur gewesen sein? Niemand. Okay, ich guck mal kurz oben. Oh, ach, hier ist das überlegerweise. Okay, habe ich nicht gesucht. Oh, Nachricht vom Ausguck. Trügvi. Die Männer nördlich des Walls werden mit fortschreitendem Winter immer kühner. Sie kommen jetzt über den Wall, dringen weit in das Gebiet Nordtymris vor. Bitte Jarl Heming, mehr Männer zu schicken, damit... Okay, wir müssen über den Wall? Voll cool. Ah, es ist so schön. Ist das da hinten unser Ziel? Neue wichtige Orte hinzugefügt. Immer ein gutes Zeichen. Das wollte ich nicht. Abrollen. Dankeschön. Gut, dass es Abrollen gibt. Okay. Es gibt Kampfspuren, welche den Hügel hinauf... Oh, die Musik schon wieder. Ne? Immer wenn wir gerade Synchronisierung gemacht haben. Wo sind denn diese Spuren? Ja, nimm bloß nicht Leiter. Diesen Hügel hier hinauf, sonst wüsste ich halt nicht welche. Ja. Die Schlachter klomm die Hügel. Okay, tatsächlich hier lang. Wie schön die Stadt im Hintergrund aussieht, ne? Bisschen wie so Weihnachtsmärchen. Ich muss aufhören, damit das zu sagen. Okay, aber der Hügel ist doch das hier. Welchen Hügel? Bin ich hier richtig? Ich meine, ich latsche hier den Weg entlang. Hier sind aber keine Kampfspuren mehr. Ich bin immer so unsicher bei diesen vagen Angaben. Ich glaube nicht, dass die Schlacht hier entlang geklommen ist. Klomm doch mal rüber, Mann. Hier ist... Du hast gar nichts geklommen. Ja, gucken wir mal. Irgendwo wird er hochgeklommen sein. Ich rufe mal meinen Kumpel Pietro Clompardi an. Hä? Wo? Da entlang? Also hier ist von Schlacht auch nichts mehr zu sehen. Ich raff das nicht ganz. Oder bin ich von der... Hilf mir. Sei meine Augen. Da geht's doch auch runter. Das ist doch nicht den Hügel hinauf, das ist den Hügel hinab. Hä? Welche den Hügel hinaufführen? Aber dann geht's hier wieder runter. Alles klar. Schlacht vorbei oder eher so nö? Oh. Wer ist das? Geht es allen gut? Helft den Verwundeten und holt jeden Namen ein. Wir lassen niemanden zurück. Okay. Die Schlacht wird den Hügel hinab
So, jetzt aber. Sei gegrüßt, Eivor Rabenschwinge. Endlich treffen wir uns. Ah, die Stadt im Hintergrund. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Faravid, wir trafen uns in Jorvik, beim Julfestmahl. Das Julfest-Blutbad, ich erinnere mich. Was führt dich hierher? Jarl Halfdan, er rief mich. Ist er in der Nähe? Nicht mehr. Der Kampf mit den Pikten war hart. Wir wurden getrennt. Neuer Angriff von den Hügeln. Ja, nice. Geht herum! Seid auf der Hut! Pikten. Sie werden sich nicht freuen, mich zu sehen. So, sterb! So, Götter, oder so! Feiglinge! Na dann, hallo! Ah. Sie hatten Chinesisch bestellt? Entschuldigung, dauert immer ein bisschen. Jetzt aber. Wir arbeiten zusammen. Odin hole euch alle. So, gib mir dein Schwert. Da. Eine kurze Nackenmassage. Sie hat eine Thai-Massage bestellt. Die Pikten sind gleich da vorn. Geh voran, wir geben dir Rückendeckung. Wo denn vorn? Bist du verletzt? Ah. Sehr gut. Wenn wir heute sterben, trinken wir am Abend mit Odin. Egal wie, wir werden siegreich sein. Natürlich. Für Tor! Ja. Für Ragnar! Was für ein Mannesbild! Du verdankst mir dein Leben, alter Freund. Wieder einmal. Naja. Halfdan Ragnarsson, dass wir uns auf dem Schlachtfeld begegnen, ist sicher ein gutes Zeichen. Ich kenne dich nicht. Bist du ein neuer Hund, Faravitz? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Eivor, ja. Dir verdanken Könige ihre Krone. Mit Hilfe meiner Brüder Ivar und Oba in Mercia. Und mit Finn in East Anglia. Die Geschichten ließen mich fürchten, du wärst größer. Diese Angst hast du nicht oft, vermute ich. Du bist meinem Ruf also gefolgt. Doch der Zeitpunkt ist schlecht, wie du siehst. Zu viele hier sind ausgelaugt, kampfgeschunden, durstig. Faravid, lass deine Männer Scheiterhaufen für die Toten aufschichten. Sofort, mein Jarl. Nicht hier, nicht jetzt. Zu viele Ohren. Dann nach Doncaster zum Siegesmahl! Der älteste Sohn von Ragnar Lodbrok, so sagt er. Was hältst du von ihm? Ja, wichtig, was seine Männer von ihm halten, das stimmt schon. Und man kann ja ruhig sagen, oder? Eine heldenhafte Erscheinung. Der erste Eindruck ist mächtig. So gefällt es ihm.
Willkommen in Jofovik Shire, Eivor. Danke, Faravid. Ich hoffte, euer Jarl würde mich auch willkommen heißen. Doch sein Vertrauen will verdient sein. Bist du deswegen hier? Um Halfdans Vertrauen zu gewinnen? Platz an seinem Tisch zu finden? Ich habe meinen eigenen Tisch. Was ich will, ist ein Band der Freundschaft zwischen den neuen Herren Englerlands. Zu denen du dich auch zählst, vermute ich. Ich suche einen Verbündeten, kein Herrn. Nun, es gibt nur einen Herrn von Northumbre. Okay. Komische Aussage, Weird Flex. Die Worte Halfdans. Ihr habt den Jarl gehört. Holt euch die Werkzeuge und fangt an. Okay, triff dich mit Halfdan. Das war eine komische Aussage. Hey, kannst du vielleicht nochmal mit mir reden? Sag mal, dreht er sich bewusst weg? Er ist in Doncaster, dem beeindruckenden Kastell am Fluss. Doncaster. Okay. Okay, dann reiten wir da mal hin. Es gibt da eh nichts zwischendurch, glaube ich. Dort drüben also. Na dann. Ich nehme mal die direkte Route. Ich mag das, wie die Sonne sich manchmal noch im Fluss bricht, die Abendsonne so. Wo es dann noch so ein bisschen rot spiegelt. Okay. Gut, dann. Let's go. Entschuldigung. Und da sind wir schon auf der Strecke. So, da ist noch irgendwas Weißes. Das liegt halt direkt am Weg. Das können wir vielleicht noch mitnehmen. Die römischen Giganten haben sich mit dieser Feste selbst übertroffen. Die römischen Giganten. Da sieht man eine an. So, was haben wir denn hier? Das war ein Würfelspiel. Hier ist auch noch irgendwas. Wo würde Jarl Halfdan Hof halten? Ja, dreimal darfst du raten. Da, wo es am mächtigsten ist, natürlich. So, vielleicht können wir da wieder Silber kaufen. Eine Sache nur kurz checken. Helden so viele, der Krieger noch mehr, doch viele, die ihr wandeln, sind die Köpfe gar leer. Oh, es ist eine... Hey, you! Meine Augen und mein Verstand trügen mich nicht. Du bist das Wolfsmal, nicht wahr? Komm her. Oh Gott, ist das furchtbar. Schon jetzt... Sei gegrüßt, Barde. Dein Gesicht, der finstere Blick. Ja, du musst das Wolfsmal sein. Dein Ruhm und deine Großzügigkeit sind mir sehr wohl bekannt. Großzügig, du was? Du hast eine schmeichelnde Zunge, Barde. Aber woher kennst du mich? Die Taten der großen Menschen sind die Ware eines jeden Barden. Die Kühnen sind reich und die Reichen sind kühn. So ist das. Oh Gott. Wie wäre es, Eivor Rabenschwinge? Willst du gegen ein königliches Lösegeld in einem Lied unsterblich werden? Ach, weißt du was? Komm. Silber kommt und Silber geht. Doch der Ruhm der Großen lebt ewig. So weise wie großzügig, du zählst wahrlich zu den mächtigsten Helden der Geschichte. Nun warte kurz, bis die Eingebung mich beflügelt. Hinter eisigen Meeren vom Blick der Welt versteckt, hat der Norden sich erhoben und die alte Welt erschreckt. Nun kommt Eivor von den Raben, erstrahlt sonnenhell, das Fahrwasser blutrot leuchtet ebenso grell. Begrüße dein Los mit einem Kuss, einer Klinge am Hals, einem Wolfsbiss am Bein, denn es ist ein Segen. Und es ist ein Fluch, wenn du auf das Wolfsmal triffst. Deine Kenningar sind schwach, aber du gleichst es aus mit deiner kühnen Zunge.
Solch ist das Schicksal eines Barden wie mir. Wir geben und geben und kriegen nichts zurück. So ist das. Lebt wohl, großzügige Heldin. Hinter eisigen Meeren vom Blick der Welt versteckt, hat der Norden sich erhoben und die alte Welt erschreckt. Oh Gott, mein Ohr. Meine Ohren kotzen. Uiuiuiui. Ja, okay, gut, dann wissen wir zumindest, was das war. So, ein bisschen aufgedeckt hier. 69 Meter, da ist noch irgendwas. So. Kriegen wir das von hier? 53 Meter? Ne, okay. Mach mal klar. Entschuldigung, passiert mir ständig. Hallo. So, hast du Eisen? Hast du Eisen? Kann ich holen, wenn du magst. Oh ja, nice, dann mach doch mal bitte. Aber alles. Mehr! Mehr! Gib mir mehr! Weißt du was? Gib mir einfach alles, was du hast. Dankeschön. Eine weise Entscheidung. Ist es das, was du willst? Ja, in der Tat. Waffen. Kritischer. Große Runde. Kritischer Schaden. Sehr schön. Widerstand leicht. Tempo wird durch Schwachpunkttreffer erhöht. Okay. Damit kann ich dir auf jeden Fall dienen. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Den bemoosten Baum, den wollte ich mal mitnehmen. Weißt du was? Ich nehme immer mit. Komm. Viel Spaß. Kleiner Altar. Ja. Thors Ziege. Nichts weiter? Ist gar nicht Thors Ziege, denn wir haben die schon bei der Kleinen gesehen. Ich muss gehen. Bleib gesund. Ja, bei der Kleinen auf dem Grab haben wir die schon gesehen. Vielleicht war das ja auch Thors Ziege. Warte ganz kurz. Aha. Habe ich doch richtig gesehen. Entschuldigt bitte. Ganz kurz, es geht gleich weiter. Oh. Aha, aha, aha. So. Schönes Versteck. Hier liegen auch noch Sachen. Verräterisches Pergament, was? Bruder. Hier befindet sich ein guter Vorrat an bestem Eisen. Doch es ist nicht zum Einschmelzen oder Handeln gedacht. Mit diesem Eisen werden wir gegen die Heiden kämpfen, wenn wir uns wieder erheben. Northymbre wird sich wieder zu den Königreichen Gottes gesellen. Ach, und verbrenne bitte diese Nachricht. Ein Freund. Gut, das Eisen haben sie jetzt nicht mehr bekommen. Schade. Schade, Bruder. Oh, entschuldigt bitte. So, dann mal auf... Natürlich da drin. Was ist das alles? Sieht aus wie ein Tatort. Warte, ich nehme mal den Eingang. Ich könnte jetzt da oben hochschwingen, aber ich nehme einfach den Eingang. Der Was? Weg ist versperrt! Was? Meine Frau ist krank. Ich werde bald zu ihr kommen, versprochen. Doch erst braucht mich Halfdan. Bist du eine Nonne? Ich dachte, Nonnen zögen sich an wie Gänse. Aber gar nicht. Ich bin Moira aus Wieke, Halfdans Kräuterkundige. Er ist sehr krank und ich versuche, ihm Hoffnung und Beistand zu geben. Ich sah ihn kämpfen. Da war er bei bester Gesundheit. Dank meiner lindernden Tränke. Entschuldigst du mich? Halfdan ist krank? Wir zerschmettern sie im Frühling, nicht eher. Das ist der Plan. Aber mein Volk leidet jeden Tag. Dein Volk? Regierst du ein Schattenreich direkt vor meiner Nase? Unser Volk leidet unter diesen grausamen Winterüberfällen. Vielleicht können wir da ja helfen. Das ist also sein Emblem gewesen. Okay, was ist das da unten? Ah, gut. Dieser Krieg muss enden. Das ist mir das Wichtigste. Der Zeitpunkt zum Angriff ist... wenn ich es sage. Halfdans Hammer beschützt diese Lande. Sag das meinem Volk, König Rixige. Wie du wünschst, mein Herr. Kein Hallo? Wer ist das? Komm näher. Halfdan Ragnarsson, mein Schwertarm folgt deinem Ruf. Ich danke dir für deinen Tribut, Eivor Wolfsmal.
Deine Schlachten und Taten sind mir wohl bekannt. Und du bist die Heldin von Jofarvik, so singen es meine Skalden. Nicht irgendeine Heldin. Eivor brachte Ordnung in die Stadt, als König Rixiger es nicht konnte. Man sagt, du hättest eine Bande von Dieben und Verrätern ausgerottet. Nicht allein, aber ich führte den Schlag. Du gabst mein Silber den einfachen Leuten in Jofarvik. Den Männern und Frauen, die es am meisten brauchten. Eine törichte Wahl. Das Geld verließ nie König Rixiges Schatzkammer. Ich versuche, meine Entscheidungen in Zeiten des Krieges nicht zu bereuen. Wohl wahr. An uns zu zweifeln, würde den Sieg nur verzögern. Ich bereue es nicht, Faravid mit dem Schlag gegen die Pikten betraut zu haben, auch wenn Eivor den Sieg brachte. Eivor und ich streckten sie nieder, Jarl Halfdan, damit du anrauschen, in ein paar kalten Leichen herumstochern und den Ruhm einheimsen konntest. Oha. Alter Freund, wie Odins Speer verfehlen auch deine Scherze nie ihr Ziel. Ohne deinen Hammer wäre ich nicht hier, großer Jarl. Bitte nimm dies an. Dein Anteil der heutigen Beute. Wunderschön. Fränkisch, würde ich sagen. Was meinst du, Eivor? Ein guter Kelch, aber mir ist Met natürlich lieber. Aber, naja. Eine ansehnliche Arbeit, den Lippen eines Königs angemessen. Oder derer die Könige machen. Ein Quell der Weisheit, Faravid. Mit deiner Erlaubnis, Herr, ich muss zurück ins Kriegslager. Es ist ein langer, kalter Ritt. Ein doppelzüngiger, grinsender Ruhmjäger. Was? Herr, als du mich riefst, da sagtest... Psst, nicht hier, nicht jetzt. Tanze, singe und fülle dich mit Ale. Danach treffen wir uns oben auf diesem Turm aus Stein. Dort werde ich eine Geschichte von Freundschaft und Verrat für dich weben. Eine Geschichte so alt wie die Welt. Viva, viva, viva. Okay, oh, nicht brennen bitte. Gut. Eine Geschichte von Freundschaft und Verrat. Was ist das? Interagieren, okay. Entschuldigung. Oh, die Musik hört auf. Wie peinlich, die Musik hört auf, sie fängt an zu tanzen. Unangenehm. So, okay. Eine Maske haben wir da unten wieder. Und hier 30 Meter im Steinturm. Okay. Das würde ich heute gerne noch mitnehmen. Huch. Oh, hey, was ist denn los? König Rixige. Ah, Eivor. Dein Verstand wurde in Jofarviks Rat vermisst. Ich bin im Geiste anwesend. Würdest du uns jetzt deine Weisheit leihen? Wir wissen einfach nicht, wie wir mit den Pikten im Norden umgehen sollen. Begegnet Eisen mit Eisen. Nur so geht es. Und mit diesem Festmahl bereiten die Dänen ihre Klingen vor? Wir kämpften gut und siegten. Morgen werden wir wieder kämpfen. Aber man muss sich auch die Zeit nehmen, um zu feiern. Ich verlasse mich auf dein Fachwissen. Hacken, hauen und so weiter. Genieß das Fest, Eivor. Ja, okay, gut, gut, gut. Unten ist auch noch ein schönes Gespräch. Was ist mit diesen Hunden hier los? So, hier ist normalerweise sein Thron oder was? Okay. Hund, was ist denn los? Ich würde dich streicheln, aber es geht gerade nicht. Jetzt. Hunde betteln nicht um Silber. Hunde wollen keine Jals sein. Doch ich bin ein Wolf. Nein, ein Wolfskönig.
alles sehr merkwürdig. Was ist hier denn los? Ich wollte gerade sprechen, da war die Option weg. Na gut. Schade, ich dachte, hier draußen wäre noch was. So. Hey, mein Freund. Dreh dich mal um, bitte. Was ist denn mit diesem Hund? Sag mal, der dreht sich immer weg. Eivor, komm. Lass mich dir ein Wunder zeigen. Ja. Ein Wunder? Zeig gleich seine Brustbehaarung. Haben wir erobert. Er und ich. Gemeinsam. Du hast großes Ansehen. Hast viele Schlachten in ganz Englerland gewonnen. Doch nicht allein. Nein, nein. Björn Eisenseite, der furchtlose Ober. Ivar, der Knochenlose. Sigurd Schlangenauge. Alles große Krieger. Meine Brüder. Gold ist gut und Schlachten besser. Doch Ehre stirbt niemals. In den Hallen der Helden lebt ewig sie fort auf dem Rücken des Wagemuts. Zusammen eroberten wir. Zusammen mit meinen Freunden, meinem Clan. Faravid allen voran. Ein Schwert macht noch kein Heer, Eivor. Selbst ein Held braucht treue Freunde. Das habe ich nie aus den Augen verloren, niemals. Hast du Platz für einen weiteren unter denen, die du Freunde nennst? Was bedeutet dir Freundschaft, Eivor? Freundschaft lässt sich nicht in Worte fassen. Sie ist ein heiliges Band, eine unzerstörbare Kette. Die Worte einer Seherin, es ist wahrlich eine Art Magie. Du windest dich wie ein Aal in einem Korb, Halfdan. Wer hat dich gefangen? Freundschaft kann verderben, wie gammliges Fleisch. Nach all den Jahren wagte es, meine Hand zu beißen. Faravid? Er scheint mir ein guter und treuer Mann zu sein. Scheint, ja. So wie ein strahlender Himmel im Winter warm scheint. Aber es gibt Gerüchte über kleine Männer, die im Dunkeln Verrat planen. Hast du einen Beweis für seine Schuld? Noch nicht. Hier wirst du Teil meiner Saga. Finde heraus, ob Faravid sich gegen mich gewendet hat. Dann sprechen wir von Schwüren. Wo soll ich beginnen? Gib mir einen Anhaltspunkt. Sieh dir das an, von einem Meereseinhorn. Ich seihe meinen Met und fein damit. Ich habe von solchen Tieren gehört. Sie schwimmen unter dem Eis, jenseits der Grenzen der Welt. Und ihre Hörner schützen vor Gift. Glaubst du etwa, dass Faravid dich vergiften will? Ich fürchte, er hat es versucht. Zahllose Male. Und immer erfolglos. Du glaubst mir nicht, aber ich kenne ihn. Seine Weingeschenke, sein offenes Lächeln, sein Neid, seine Ränke. Finde die Wahrheit, grabe seine... Bringe seinen Verrat ans Licht. Warum betraust du mich mit dieser Aufgabe? Jofavik, du hast den Machenschaften von Audern und seinem Ratten hier ein Ende gesetzt. Das schaffst du hier auch. Wie ein gutes Schwert hat auch die Ehre zwei Schneiden. Ich helfe dir. Faravid ist auf dem Weg zu seinem Lagerfluss aufwärts. Schließ dich seinem Kriegstrupp an und suche so, dass er nichts merkt. Und wenn ich nichts finde? Wenn er ein guter und treuer Mann ist? Das wäre besser, viel besser. Nun gut, ich finde, was ich finde und kehre dann zurück, mein Freund. Ich glaube nicht, dass er... Lass dich von Faravid nicht täuschen. Er verheimlicht etwas. Ehre hat zwei Schneiden. Ich
glaube nicht, dass Faravid irgendwas Bösartiges im Geheimen plant. Das wirkte überhaupt nicht so. Huch, da bin ich wieder falsch. Glaube ich nicht. Ich glaube, er... Also er ist krank auf jeden Fall. Woran er erkrankt ist, das weiß ich nicht. Das vermag ich wohl nicht zu sagen. Mein Freund, warte kurz. Woran er erkrankt ist, vermag ich nicht zu sagen. Entschuldigt bitte. Da oben ist, kann ich ja mal schnell... Hier ist auch ein schönes Hörnchen. Da komme ich dann jetzt... War nicht irgendwo ein Fenster nach draußen hier, ne? Nein, nach oben. So. Ich komme in Frieden. Macht der da oben? Macht der ein Peace-Zeichen? Sieht ein bisschen so aus, ne? Hä, sieht aus wie ich. Was ist denn da los? In meinem Morgengewand. Beim Selfie für Instagram wieder. Okay, cool. Danke, Ubisoft. Hier ansonsten nichts, ne? Ach, guck mal. Entschuldigung. Bin zu faul, den Weg zu suchen. Was ist hier los? Ich bin hier los, Entschuldigung. Ich habe Koordinierungsschwierigkeiten. Sag mal. Wo geht's denn hier diesen formalen Titan-Turm runter? Ach, so. Irgendwer hat hier eine Sprechblase, aber die ist leider weg. Da ist die Heilerin. Da ist ein Karren mit Stroh. Wahrscheinlich hätten wir reinfallen können. Und da ist eine Maske. Die ist, glaube ich, unten, ne? Ja, 53 Meter unter uns. Oh, da wäre noch eine Truhe irgendwo, aber ganz ehrlich... So. 1000 Meter in diese Richtung, alles klar. Da haben wir ein bisschen was zu reiten. Hinter eisigen Meeren vom Blick der Welt versteckt. Nein. Na, du bist ja was ganz Feines. Sitzt da oben in Halfdams. Du kommst Ava von den Raben, erstrahlt sonnenhell. Das Haarwasser blutrot leuchtet ebenso grell. Okay, gut. Irgendwas schingelt hier schon wieder. Okay. Gut. Dann wollen wir mal in der nächsten Folge uns Faravid anschließen und seinen eventuellen Verrat aufklären, an den ich selber noch nicht so richtig glaube, wenn ich ehrlich bin. Bin ich momentan erstmal skeptisch. Ich glaube, der Halfdan sieht er eher Dinge, die nicht so sind. Oder Faravid plant irgendwas ganz anderes. Was vielleicht eher ein Gegenteil ist. Ich habe keine Ahnung. Weil die beiden ja eigentlich befreundet sind. So, jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Mit V. Tschüss.